Es ist ein politischer Tsunami und er ist noch lange nicht vorbei. Nach dem Skandalvideo rund um Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in Ibiza kommt es jetzt also zu Neuwahlen. Ja, und bis dorthin könnte es auch zu einem Rosenkrieg der ehemaligen Koalitionspartner kommen. Wie sieht die FPÖ den aktuellen Stand der Dinge? Das besprechen wir hier und jetzt mit dem designierten Parteichef der FPÖ, Norbert Hofer. Vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott. Die ÖVP treibt, haben Sie heute gesagt, kalte, nüchterne Machtbesessenheit. Ist das so? Ist die Schuld hier beim Koalitionspartner? Ich möchte überhaupt keine Schuldzuweisungen geben. Ich kann nur sagen, die Situation ist für uns sehr enttäuschend, weil ich glaube, dass die Regierung eine sehr beliebte war und dass wir tatsächlich in dieser Zeit auch sehr viel positiv bewegen konnten. Dass es dann so zu Ende gegangen ist, schmerzt mich persönlich wirklich sehr. Ich möchte aber trotzdem Danke sagen an die Kollegen in der Regierung, auch an die Kollegen von der ÖVP für diese Zeit, wo wir sehr viel gemacht haben. Auch an Gernot Blümel als mein Partner in der Koordinierung. Wir haben immer sehr schnell eine Lösung gefunden für Probleme und ja, leider konnten wir das Projekt nicht fortsetzen. Jetzt sagen ja manche, da war möglicherweise eben vieles gespielt, diese Harmonie, die Sie jetzt auch mit Gernot Blümel erwähnt haben, das war gestern bei einer Fernsehdiskussion dann schon ganz anders zu bemerken. Man hat den Eindruck, jetzt geht's los irgendwie. 3-4 Monate sind, um das jeweilige Profil zu schärfen. Bevor wir zum Wahlkampf kommen, kurz noch eine Replik auf die Inhalte. Gezielte Medienübernahme der Kronenzeitung, eine Anleitung für Parteienspenden abseits des Rechnungshofs, scheinbar lenkbare öffentliche Bauaufträge, das ist schon starker Tobak. Jedes für sich genommen hätte wahrscheinlich genügt, um den Vizekanzler zum Rücktritt zu bewegen. Wie bewerten Sie denn rein den Inhalt des Videos? Ja, das geht natürlich überhaupt nicht, weil es auch ihm sehr, sehr leid tut. Er hat gesagt, das ist alles, also was er gesagt hat, tut ihm leid. Und vor allem, es ist ja auch nicht Tatsache. Also alles das, was hier gesagt worden ist, ist ja alles nicht eingetreten. Also ich habe in meinem Ministerium überhaupt keine Einflussnahme vorgenommen, was Aufträge anbelangt. Ja. ÖBB, Asfinag, ich habe an der Spitze der ÖBB einen wirklich fähigen Mann, immer noch mit Andreas Mate, der auch Sozialdemokrat ist, der wirklich einen tollen Job macht. Bei der Asfinag alles in Ordnung. Also das kann ich garantieren. Und was die Kronenzeitung anbelangt, also alles das hat nicht stattgefunden. Die Spenden, die angesprochen worden sind. Ich habe mir gestern die Spenden an die FPÖ der letzten Jahre vorlegen lassen. Ja. Das sind Kleinbeträge und das nicht sehr viele, 50 Euro, 100 Euro. Die größten Spenden, die ich gesehen habe, das waren glaube ich zwei, waren mit 10.000 Euro. Also alle diese Großspenden, alles das, was behauptet worden ist, hat alles nicht stattgefunden. Und deswegen ist es besonders ärgerlich und auch besonders schmerzhaft. Gut, aber vielleicht ist auch gerade das besonders perfide, das ist dann schon das Verständnis im Hinterkopf abbildet, zack, 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 drei Redakteure raus, zack, 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 drei andere rein, zum Beispiel bei der Kronenzeitung, das lässt schon sehr tief blicken, das zeigt von einem Art Machtrausch, bevor es überhaupt noch losgegangen ist. Zu dem Zeitpunkt war Heinz-Christian Strache ja nur Parteichef der FPÖ. Jetzt kann man sagen, okay, zu dem ist es alles nicht gekommen, aber ich habe mir das Video x-fach angesehen. Also die besoffene Geschichte, von der jetzt immer besprochen wird, war so besoffen nicht, der Mann lallt da nicht, man hat den, ja, es war sicher ein leichtläufiges Gespräch, aber es war gar nicht so entglitten, wie man jetzt tut. Da war offenbar das Bewusstsein da, man kommt an die Macht und kann damit tun, was man will. Und genau das darf nicht sein. Ich sage nur, es tut auch ihm leid, was er da gesagt hat. Ich möchte unterstreichen, dass Medien sind eine wichtige, ausgleichende Macht im Staat. Natürlich schmerzt es einen Politiker oft, wenn man etwas sehr, sehr Negatives liest. Ja? Aber es ist immer besser, sich vielleicht auch selbst zu hinterfragen, sich zu überlegen, ist da ein wahrer Kern dabei? Denn das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann, das ist meine Erfahrung, ist, wenn man umgeben ist von Menschen, die dir alle sagen, wie toll du bist. Irgendwann verlierst du den Bezug auch zur Wirklichkeit. Also man sollte auch gut hinhören und froh sein, dass es auch Medien gibt, die halt auch sehr kritisch Bericht erstatten. Und auch dort nicht hingreifen. Jetzt verstehe ich das richtig, alle im Video genannten Personen, Gaston Glock, René Benko, Heidi Horten war genannt, der Novomatic-Konzern, Sie schließen aus, weil Sie diese Spenden auf der FPÖ-Liste nicht gefunden haben, Sie schließen aber auch, dass es bei welchen Vereinen es auch immer sein möge, reale oder nur prahlerisch genannte oder Vorfeldorganisationen, alle diese Personen haben nie gespendet. Das wurde mir bestätigt vom Finanzreferenten, aber eines mache ich schon. Ich lasse die Partei streng prüfen von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Und auch die Vereine müssen geprüft werden. Von diesen Vereinen gab es
keine Zuwendungen an die FPÖ. Nach allem, was ich gestern gesehen habe. Aber ich sage, ich bin jetzt seit wenigen Stunden in Funktion. Ich lasse das auf Punkt und Beistrich prüfen. Denn zwei Dinge waren es doch immer, die der FPÖ in der Vergangenheit so Probleme gemacht haben. Das war einerseits der Vorwurf Korruption, meistens nur wegen einer blöden Reederei, Part of the Game, hat dann nie stattgefunden. Ja. Und das zweite, der Vorwurf, dass man irgendwie am Rechtsextremismus anstreifen würde. Und beide Dinge, ich glaube, und dort muss ich ansetzen, das darf es auch in den Köpfen nicht geben. Nämlich, auch wenn es nie zu den Handlungen gekommen ist, aber es darf es auch in den Köpfen nicht geben. Gut. Und diesen Stempel möchte ich aufdrücken und ich hoffe, dass mir gelingt, dass ich das, was mir wichtig ist, auch in der Partei fortführen kann. Andreas Mölzer sagt, ein guter Bekannter der FPÖ, die Partei ist einfach nicht regierungsfähig. Spielt damit auf die erste Phase von Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau an, wo die FPÖ ja ebenfalls zerschellt ist, damals noch in einer Spaltung geendet, jetzt faktisch ein Selbstmordkommando, wer auch immer die Handlung besonders dazu geritten hat, das zu tun. Aber im Prinzip mit dem gleichen Ergebnis, es ist ein Desaster. Ist die FPÖ nicht regierungsfähig? Das glaube ich nicht. Das war, glaube ich, auch eine erste Reaktion von Andreas Mölzer, den ich sehr schätze, auch aus seiner Enttäuschung, aus seinem Ärger heraus. Wir haben in dieser Zeit, wo wir regiert haben, gezeigt, dass wir wirklich viel positiv auch bewegen können. Also es ist wirklich viel passiert. Auch im Rahmen des Ratsvorsitzes ist uns bestätigt worden, seriöse, gute Arbeit. Wir zeigen auch auf Landesebene, Oberösterreich, Burgenland, ja, dass die Regierungsarbeit funktioniert. Aber ich sage, diese zwei Punkte, die uns vorgeworfen werden, das sind die Schwachpunkte, die ich ausmerzen will und das ist meine Aufgabe. Jetzt hört man, die FPÖ-Ministerinnen und Minister packen bereits die Koffer. Ist der Rückzug jetzt unumgänglich? Sehen Sie das so? Ich habe heute noch ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Ich rechne damit, ja, dass diese Regierungsarbeit zu Ende geht. Das ist sehr traurig für uns, aber man muss dann halt auch Fakten zur Kenntnis nehmen. Apropos Fakten, ein Punkt, unabhängig von der Causa jetzt mit dem Video, war ja, dass am Donnerstag der deutsche Verfassungsschutz sinngemäß verkürzt gesagt hat, es wird keine Zusammenarbeit, ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, mit Österreich mehr geben, solange nicht sicher ist, dass die Daten rund ums Innenministerium, es geht da um die Causa BVD, sicher wären. Man hätte Angst, dass Daten missbräuchlich weitergegeben werden könnten oder sonst wie nicht zweckmäßig verwendet. Deswegen wird zumindest die Zusammenarbeit massiv heruntergefahren oder gar hinterfragt. Jetzt geht es ja um Herbert Kickl ganz massiv. Die ÖVP sagt vor allem, weil er vermeintlich eine Aufklärung behindern würde. Aber unabhängig von dieser möglichen Behinderung, wiegt nicht auch wahnsinnig schwer, dass der deutsche Verfassungsschutz mit den Österreichern schlicht in Frage stellt? Also zunächst möchte ich sagen, dass das Ministerium, die Mitarbeiter und Beamten in der Ära von Herbert Kickl und davor auch sich immer bemüht haben, eine ordentliche Arbeit im Sinne des Landes zu machen. Das muss man unterstreichen. Auch in einer Phase, wo Strasser zum Beispiel ein Innenminister in Verantwortung war, der auch der ÖVP angehört hat, auch Justizministerium. Also man kann es nicht, man nimmt ja auch die gesamte Beamtenschaft irgendwie in Geiselhaft. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das Zweite, die Bedenken aus dem Ausland, ich glaube, auch das ist ungerechtfertigt. Denn was uns jetzt passiert, ist ja, dass aus dem Ausland herein die Politik in Österreich beeinflusst wird. Denn dieses Video ist ja illegal aufgenommen worden, wurde aus dem Ausland zugespielt. Aber der deutsche Verfassungsschutz hat das am Donnerstag gesagt, schon lange vor dem Video und bezieht sich auch nicht unbedingt auf das Video, sondern eher um das Problem der Causa BVD, dass Daten konfisziert wurden und möglicherweise wo gelandet sind, wo man nicht genau weiß, was. Da ist nichts bewiesen, keine Frage. Aber ich sage nur, ich möchte Ihnen und möchte in guter Freundschaft zu unseren Nachbarn auch arbeiten, aber es gab einmal den Vorwurf, dass auch aus Deutschland nach Österreich hineinspioniert wird. Ja. Auch das ist vorgekommen. Wann haben Sie denn eigentlich ganz persönlich von der Existenz dieses Videos erfahren? Am Freitagmorgen. Ich war auf dem Weg, mich gerade fertig zu machen. Ich weiß genau, nach Innsbruck wollte mir gerade Mantel anziehen und wollte aufbrechen. Und da habe ich es erfahren. Jetzt hat sich Johann Gudenus ja im Nachfassen sozusagen dieses vermeintlichen Deals, zu dem es dann nicht gekommen ist. Man hat sich aber offenbar darum bemüht, ja noch einige Male getroffen. Es gab dann auch eine geforderte Presseaussendung, die gemacht wurde. Da geht es um Hans-Peter Haselsteiner, also auch eine ganz üble Geschichte, würde ich meinen. Aber trotzdem, es waren ja viele Wissende involviert in die ganze Causa offensichtlich. Der Norbert Hofer hat davon gar nichts gewusst. Nein. Und ich glaube auch nicht, dass es viele Wissende dazu gegeben hat. Also ich habe definitiv davon nichts gewusst, und zwar wirklich bis Freitag. Und war natürlich
sehr betroffen. Das heißt, die beiden haben das quasi im Alleingang in Ibiza, das hat ja eine lange Infiltrierung von Johann Gudenus gegeben, offensichtlich, seitens auch des Deutschen, der da mit dabei war. Das hat er niemandem erzählt, außer dem Heinz-Christian Strache. Also das weiß ich jetzt nicht, aber es noch einen Dritten erzählt hat, keine Ahnung. Kann er sagen, ich habe es nicht gewusst. Ich weiß auch, Herbert Kickl hat es nicht gewusst, auch in der Zeit, als er Generalsekretär war. Und wir sind natürlich alle sehr, sehr betroffen gewesen, als wir das gehört haben. Aber ich sage noch einmal, ich möchte trotzdem auch über niemanden den Stab brechen. Es tut auch ihm, nämlich Strache, sehr leid, was hier passiert ist. Ganz kurz noch, rund um die Böhmermann-Ankündigungen bei der Romy, wo das ja im Prinzip alles eins zu eins vorhergesagt wurde, da muss ja zumindest den beiden Protagonisten klar gewesen sein, hier ist etwas im Busch. Mhm. Jetzt hat es dann noch ein paar Wochen gedauert, bis die Bombe gezündet wurde. Freitag am Abend, der Spiegel erscheint online am Samstag dann und auch Print, sozusagen auch medial ganz gut vorbereitet. Mhm. Aber dennoch, auch in diesen letzten Wochen, wo den beiden klar sein musste, sie sind angezählt. Da kann jetzt ein anderer Dritter steuern, ob sie fallen oder nicht. Und dann sind sie gefallen. Auch da war in der FPÖ niemandem klar, dass es hier eine ganz große Gemengelage gibt, die zu einer Explosion kommen kann. Also ich habe es nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob er vielleicht drei Tage vorher jemanden im engsten Kreis seiner Mitarbeiter etwas gesagt hat, dass etwas kommen könnte. Ich habe es nicht gewusst. Mhm. Ganz zum Schluss noch, jetzt der Rosenkrieg mit der ÖVP, den, das weiß ich jetzt schon, den wollen sie nicht. Alle sagen, es wird dazu nicht kommen, das sagt die ÖVP verklausuliert auch, aber erste Zeichen zeigen und auch die Reaktion ihrer Wähler. Sebastian Kurz ist jetzt eine Figur, die man nicht nur liebt. Auch wenn man sich Postings anschaut, die Communities, wird es jetzt zu einem absoluten Hassduell kommen, in Wirklichkeit? Ich will das absolut nicht und das gibt es auch von meiner Seite nicht. Hass ist in der Politik immer ein sehr schädlicher Begleiter und ich werde alles tun, um das zu vermeiden. Natürlich in einem Wahlkampf, Sie wissen ja, wie es ist, können mal auch Worte fallen, die vielleicht aus einer Situation, wo es vielleicht überhitzt ist, fallen können. Aber ich persönlich möchte das ordentlich machen. Ich sage, bei allem, was es ist, bei aller Enttäuschung, die Zusammenarbeit in dieser Regierung war eine gute. Und mir tut es sehr, sehr leid, dass es so enden musste. Norbert Hofer, vielen Dank für die Bereitschaft in diesen für Sie sicher auch sehr schwierigen Stunden. Niemand hat sich das ausgesucht, Sie wahrscheinlich auch nicht. Da muss man jetzt durch bis Anfang September 4 Monate intensiv Wahlkampf wohl. Danke für die Bereitschaft, heute zu kommen. Ja, und kurz vorm Gang zum Bundespräsidenten. Dankeschön. Ja, und Ihnen wie so oft danke für Ihr Interesse an diesem extrem sensiblen Thema. Ja, die Ereignisse überschlagen sich. Wir berichten natürlich laufend über die wohl brisanteste Causa der Zweiten Republik. Bleiben Sie dran, bei uns erfahren Sie es. Auf Wiedersehen.